So, und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir haben letztes Mal endlich das Gefängnis zu Ende gebracht. Wir sind ausgebrochen. Es kam tatsächlich noch ein Bosskampf, was ich nicht wirklich im Bosskampf zähle. Ja, und jetzt sind wir hier. Und haben zwei Autos. Kein Wunder, dass der Kran so langsam war. Es gab Tauchalarm. Jedenfalls sollten wir hier weg. Ich mag diese gelben hier. Ich nehme den anderen. Mein Auto. Ich auch. Hey, hey, hey! Na komm schon, Irvine. Lass uns fahren. Endlich haben wir ein Gefängnis geschafft. Damit habe ich eigentlich mal für mich persönlich die schlimmste Stelle auf dieser CD geschafft. Die anderen Sachen gehen noch. Oh, ein Rolfpunkt. Hui. Was ist? Der Hexe plant einen Raketenangriff auf den Garten. Renoir sagte, dass Irvine das gesagt hat. What the hell? Was hat die Hexe bloß vor? Wir müssen schnell in den Garten warnen. Steigt ein. Bala und Rabadia-Garten sollen das Ziel sein. Wir werden den Angriff stoppen. Wir müssen den Angriff verhindern. Ach, das machen wir locker. Mal gucken, wie ich das Team bilde. Achso, ich kann gerade anlabern. Haha. Ich werde es tun, was Gold sagt. Ich kann sie gut verstehen, aber das berührt nicht nur Selfie. Wollen wir jetzt mit Selfie unseren Plan besprechen? Dorfpunkt Aero. Irgendwann zeige ich euch mal alles sauber, wie die aussehen. Finde ich ein extra Part dem Let's Play. Ich war bis vor kurzem im Trabaria-Garten. Ich kann nicht einfach herumsitzen und Däumchen drehen. Bitte. Bitte, Chef. Sag uns, wer zur Raketenbasis geht. Leichter gesagt, das hier ist ja ein Himmelsfahrtkommando. Wir stimmen jetzt ab. Quall wählt die Leute aus und geht nach Ballamgarten. Wer dagegen ist, wählt sich bitte jetzt. Du kannst frei über mich verfügen. Du bist kein Seed. Quall, du bist der Anführer. Teile jetzt die Gruppe ein. Anführer, mich hat man ja gar nicht gefragt. Ich will doch gar nicht. Raketen! Feuer frei! Hui! Ich habe gehört, dass man zuerst Rabadia, dann den Ballamgarten angreifen soll. Ja, das war der Rabadia-Garten. Sorry, meine Freunde, ich konnte nichts machen. Ich bete, dass es euch nichts passiert. Das war doch bestimmt Blindgänger, oder? Chef, schnell nach Ballam. Wen nimmst du mit? Squall. Squall, na los. Squall, entscheide dich. Denk gut nach, Squall. Warum ich? Schon gut, ich mach ja schon. Wir nehmen mit Renoir, weil es gibt eine Sequenz in Ballam Garden. Die man aber nur bekommt, wenn Renoir im Team ist. Und hey. Ich nehme die einfach mit. Ich gehe nicht nach Ballam. Ich gehe zur Raketenbasis. Ich muss Rabadia rächen. Das war das Ballam-Team. Der Rest geht zum Raketenbasis. War die Einheit richtig? Jo, passt. Es bleibt dabei. Passt, Squall. Eigentlich wollte ich mal ein bisschen variabel machen, aber das kommt später noch. Wir handeln zum ersten Mal nicht auf Befehl oder Auftrag. Selfie, hast du einen Plan? Wenn wir diesen Galbadia-Wagen nehmen, werden sie uns sicher hineinlassen. Dann, was danach passiert, überlegen wir, wenn wir dort angekommen sind. Ist das okay? Sorry, ich meine, danke.
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Schnell zum Ballamgarten. Wir sehen uns im Ballamgarten. Ja, und so wird unser Team aufgesplittet. Wieder mal. Vor allem jetzt für eine Raketenbasis kann man ja das Spiel komplett verbauen, wenn man an einer bestimmten Stelle da nicht, wenn man da Scheiße baut und dann abspeichert, kann man das ganze Spiel schon von vorne anfangen. Also welchen Dingen? Da direkt zwei. Ach Scheiße, habe ich gar nicht gesehen, was das Selfie gesagt hat. Scheiß drauf. Ich werde euch auch nachher zeigen, was. Wir nehmen den Zug. Die Stelle mit dem Zug ist auch so geil. Ich muss nur überlegen, wie kam ich da nochmal hin. Die stehen da einfach. Was? Ja, der geht jetzt weg. Und ja, wir klauen jetzt den Zug. Das finde ich gut. Hey, stopp! Niemals vor, da kommt jemand gelaufen. Der ist schnell. Was? Stehen bleiben, das ist mein Zug. Lass bleib stehen. Ah, ich zeig euch meinen Kampfgeist. Wie stehen will. Ah, hat sich auf die Fresse gelegt. Sorry, Kumpel. Diese Stelle finde ich auch so geil. Die finde ich ganz lustig. So, auf zur Raketenbasis. Die ist jetzt. Oh. Da ist das Gefängnis. Die Raketenbasis war hier in der Nähe. Okay, da kommen wir nicht durch. Ich muss selber erstmal gucken, wo die Raketenbasis ungefähr war. Ohne dass mir jetzt hier quasi. Die Raketenbasis war doch hier direkt in der Ecke. Da, da haben wir es auch schon. Wenn man mich bestimmt total fährt, kann sein nämlich, dass der Tank des Autos leer geht. Und das ist. Ah! Blöd. Vor allem, wenn man kein Notbenzin dabei hat. Man kann den Benzin auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, kaufen. Ihr könnt durch. Was? Wirklich? Dankeschön. Vollpfosten. Yay, wir dürfen durch. Schön. Ja, und jetzt beginnt das. Also ich wäre voll das Auto reingefahren, war. Nach Trabaja-Garten wird der Ballamgarten. Die Uniform stinkt ja widerlich. Och nö, und sie kratzt auch noch. Ein Zeitplan? Ach, das ist doch jetzt egal. Wir müssen die Raketen stoppen. Wir werden sämtliche Räume durchsuchen und sie zerstören. Am Schluss werde ich die ganze Anlage in die Luft sprengen. So mag ich dich, Selfie. Na dann mal los. Und ab. Erstmal alles schön lösen. Wieder mal. Ja, das kommt halt ziemlich oft. Oh, das nervt. Das ist leider sehr nervtötend. Wieder Kuddel. Ich habe keine Ahnung. Wen ich. Ne, Evre kriegt nicht. Tyrene kriegt sie. Du kriegst Shiva. Brothers. Diablos. Das ist halt der Scheiße. Ich weiß nie, wie ich denen was geben soll.
Ifrit, Karbunkel und ich habe vergessen, ihr noch was zu geben. Nein, ich wollte ABDBT. Oh ne, ich habe ihr 20% gegeben. Okay. Weil hier kriegt man auch einen geilen Zauber. Yay, yeah, wir gehen in die Raketenbasis rein. Die Raketenbasis ist schon, ja, ein bisschen ruhig. Und hier halt zweimal speichern. Ja. Ich kann euch nur empfehlen, hier wirklich einen zweiten Speicherstand zu machen. Wird wirklich sehr empfehlenswert. Ich rede hier echt aus der Fachung. Ist mir schon einmal passiert. Geht nicht auf. ID-Karte haben wir nicht. Bleib ruhig, Selfie. Die lag im Wagen, viel passiert. Ja, mal ausprobieren. Mir hat nicht passen, kannst du nicht. Identifikation positiv zu Greif gewährt. Ja, wir können rein, yeah. Guten Tag. Hallo, wir sind die Neuen. Oha, da steht ja jemand. Was tun? Langsam gehen. Wenn wir laufen, fällt es vielleicht auf. Wir sollten langsam vorbeigehen. Ist auch so geil. Hey, ihr da, wartet! Hoppla, was will er? Waren wir doch zu auffällig? Schön in Reihe und Glied. Ihr wollt wohl streng erzogen, was? Seid euren Eltern dafür dankbar. Jawohl! Was labert ihr denn, der Alte, plötzlich? Wir gehen aber einfach hier rein, weil... auf hier nicht herum, wir haben Alarmstufe A. Okay, ich darf hier noch nicht rein. Schade. Schade, schade. Und da unten sieht man die Raketen schon mal. Also interessant, so eine Raketenbasis fand ich jetzt aber eine geile Idee gemacht. Geil umgesetzt. Und da haben wir noch einen Speicherstand für Speicher. Und hier gibt es einen Dorfpunkt. Einen ziemlich guten sogar. Und zwar da. Dorfpunkt Erdengel. Und Erdengel ist so geil. Einfach mal anlabern. Wir sind gerade am Checken. Stört uns nicht. Eigentlich müssen die letzten Abschlussrampen bald eintreffen. Einfach mal alle anlabern. Aber wir müssen an dieses Pult ran, aber da dürfen können wir noch nicht ran. Hier geht um Raketenlift. Der Tunnel ist verboten. Und hier kann man halt auch wirklich alles verbauen. Wenn man hier mich jetzt falsch macht. Hey, Finger weg! Ja, also da kann man jetzt gerade noch nichts machen. Also laufen wir mal zurück. Weil wir müssen jetzt irgendwas triggern, ich habe gerade keine Ahnung was. Hier nochmal mit den Typen da unten reden, das kann auch gut sein. Auf jeden Fall das Teil da, was wir gerade gesehen haben, das müssen wir, wenn keiner da ist, manipulieren. Auf hier nicht herum, wir haben Alarmstufe A. Der Raum wurde noch nicht kontrolliert, hier kein Zutritt. Ja, großartig viel können wir jetzt gerade nicht machen, schade.
Aber den Raum können wir später auch nochmal rein, das ist auch ganz lustig. Ich bin gerade selbst am überlegen, was muss ich jetzt nochmal machen? Weil einfach nur rumlaufen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Eigentlich müsste die letzte Abschlussrampe bald eintreffen. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber es tut sich gerade nichts. Ich kann gerade nichts machen. Das stört mich gerade. Oder hier nochmal einlabern. Ja, zu dritt verboten. Arschloch. Ich bin gerade echt überlegen, wo muss ich jetzt nochmal. Moment mal. Sekündchen. Konnte man nicht hier links vorbei? Haha! Ich glaube, das habe ich immer und immer wieder. Ich vergesse immer, dass man hier lang kann. Oh, kann man Gegner mit blind machen? Das ist auch praktisch. Zehnmal. Was wollt ihr? Wir sind beschäftigt. Hey, du musst gleich den Generatorraum checken. Ist das schon so spät? Ich hab doch heute wegen den Abschuss keine Zeit. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und eine Nachricht weiterleiten? Sag bitte dem Mann am Raketenlift, dass er allein hingehen soll. Tu mir bitte den Gefallen. Danke. Okay. So. Obwohl ich für Raketenbasis mag ich eigentlich sehr gerne. Finde ich cool. Hier geht um Raketenlift. Da muss ich einen von den anlabern. Warst du das? Nein, du. Dich. Bist du der Richtige? Entschuldigung, wir haben eine Nachricht. Und wir können Erdengel neu ziehen. Was denn? Er hat gesagt, er soll vorausgehen. Wegen dem Generator. Sie sollen alleine hingehen, die anderen sind zu beschäftigt. Hab wahrscheinlich, aber ich habe selber noch viel zu tun. Könnt ihr den ausrichten, dass ich das halt nicht schaffen kann? Wir hören nochmal Erdengel ziehen. Bei Erdengel. Ist schon praktisch. Wir leben komplett vollständig wieder. Alle KP. Alle HP. Und wir sind hier gerade die Laufburschen, habe ich das Gefühl. Ah, geh mal hin. Er schafft es heute nicht, weil er ebenfalls beschäftigt ist. Was machen wir jetzt? Ja, was fragst du mich? Ich hab keine Ahnung, ich bin dumm. Ja, das glaube ich sogar fort. Es hilft nicht, könnt ihr das erledigen? Das ist gegen die Vorschrift. Was ist, wenn der Kommandeur davon Wind bekommt? Ach komm, wir sollen doch nur gucken, ob die Geräte laufen. Die werden doch wohl nicht kaputt machen. Hast recht. Okay. Na gut, wenn du meinst. Tja, so sieht's aus. Wir zählen auf euch. Verstanden. Hehehe, ihr Vollpfosten sollt nicht auf mich bauen. Ja, ich werde komplett demolieren, zerstören, zerhacken. Jetzt können wir eigentlich mal Partietests machen. Zum Ende des Parts hin. Und zwar. Gehen wir hier auf Tutorial, glaube ich. Und Test. Prüfung 2. Der Körper schlägt die Zauberkopplung. Ja. Call benutzt. Nein. Die gezogenen Zauber können gelagert werden. Jaha. Im Giftzustand wird ein Charakter nur dann verletzt, wenn er auf irgendeine Weise bewegt.
meine ja. Konfus kann durch Konfession und Angriff gehalten werden. Ja. Kohlberg Kampfsport Spezialtechnik. Nein. Definitiv nicht so. Denn er hat eine andere Fähigkeit. Ich frage gerade bloß nicht, wie das heißt. Multi heißt das bei den. Um Zauber zu koppeln, muss die entsprechende Ability erlernt werden. An sich ja, aber die haben die Gap ja meistens schon drauf. Steht für Ability-Kopplung. Ich meine, nee, ne? Kopplung. Nein. Oder? Ich bin gerade überlegen. Die 8 Elemente sind Hitze, Kälte, Erde, Donner, Gift, Wind, Schatten, Hut. Ich meine, Gift gehört gar nicht dazu. Das Wasser ist das nämlich. Monster besitzen nur eine begrenzte Anzahl an Zaubern, die man ziehen kann. Ne, man kann die so oft ziehen, wie man will. Ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja, das. Nein. Ich glaube nicht, dass 7 Ja war, ne? Dass das. Das hier war nicht. Ja. Nein. Nein. Richtig. Jetzt haben wir es richtig und jetzt haben wir automatisch 1 gestiegen. Aber ich werde jetzt nicht mehr machen, ich kriege nämlich 5000 jedes Mal. Aber ich glaube, ich beende jetzt den Part. Ich werde auch gleich noch. Wir werden auch tatsächlich mal ein bisschen Team-Test machen. So, jetzt immer wieder so. Wenn es passt, immer am Ende des Parts. Finde ich zumindest. Ist eine gute Idee. Aber ich würde sagen, das war für heute Final Fantasy 8. Wie es weitergeht, das werden wir im nächsten Part sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.